Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing der Soundbox Go. Das ist das neue Produkt der Firma Soundbox. Da habe ich ja mal die neue Soundbox, also diese dritte Generation, auf meinem Kanal für techniknews.net getestet. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Nils, wir bringen jetzt ein neues Produkt auf den Markt. Einen etwas günstigeren Lautsprecher, der sozusagen den Klang der großen Soundbox in ein kleines Format bringen soll. Kostet 699 Euro. Und in diesem Video packen wir das Ding einmal aus, schauen einmal so, ja, wie sieht das Ding aus, was kann es so ein bisschen und meinen ersten Eindruck. Und ja, zeitgleich sollte dann wahrscheinlich auch schon ein ausführlicher Testbericht online gegangen sein. Oder der kommt dann in den nächsten Tagen, je nachdem, wie ich das Ganze schaffe. Ja, und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, das Ding auszupacken. So, das ist der Karton, den ihr geliefert bekommt, wenn ihr das Produkt bestellt habt. Könnt ihr ab dem 29. März machen. Offizieller Launch ist dann am 26. April. Und ja, hier einmal oben haben wir dann Soundbox draufstehen. Hier wird noch einmal für die App geworben. Die App wurde jetzt um einiges verbessert tatsächlich. Man hat jetzt auch einen Direct-Modus, den gibt es aber nur für die Soundbox dritte Generation und Go und leider nur für iOS. Deswegen werde ich jemanden mit iOS brauchen, damit ich das Ganze testen kann. Machen wir einmal hier oben das Ganze auf. So. Und hier nochmal, damit ich das einmal oben aufmachen kann. Ja, so. Nochmal an der Seite. So. Hier steht dann, das ist die Soundbox Go, einmal auf Englisch. Let's go, nochmal einen zweiten. Und hier oben haben wir dann nochmal eine kleine Anleitung, ein kleines Willkommensbuch. Break the noise, break through the noise, also einmal breche die Lautstärke. Create a world of music and love. Hier gibt es dann nochmal ein kleines Dankeschön vom CEO. Hier hat man nochmal Sticker, die ihr dann wahrscheinlich dran kleben könnt. Oha, hier hat man sich echt Mühe gegeben. Hier ist nochmal ein bisschen Kunst. Ah, okay, hier wird dann noch einmal alles erklärt, was man damit machen kann. Also hier einmal die Kunstwerke. Genau, Volume und Sound, App und Upgradability, Durability und Portability. Wir haben hier Bluetooth 5 Unterstützung, SKAA und SKAA Pro Unterstützung. Wir können halt die Soundboxen verbinden. Das heißt, wir können maximal 5, glaube ich, untereinander verbinden. Die funktionieren dann auch große und kleine Soundbox. Also in Anführungsstrichen kleine Soundbox. So, auf der dritten Karte haben wir dann noch einmal die App-Unterstützung. Da können wir dann Equalizer einstellen, maximale Lautstärke einstellen und so weiter und so fort. Wir haben aber auch weiterhin einen Knopf direkt an der Box. Können das Ganze natürlich wieder mit Grills upgraden. Und genau, einmal Newsletter wollen sie dich anwerben. Und ja, hier nochmal eine erste Einrichtung. Akkulaufzeit soll sich auf 10 Stunden belaufen, 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Hier haben wir dieselben Akkus wie bei der großen Soundbox eingebaut. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil man das Ganze dann natürlich untereinander austauschen kann. Also wenn einer einen vollen Akku von der Soundbox hat, den kann er mitbringen und dann kann man die Laufzeit von 10 Stunden auf dann nochmal weitere 10 Stunden bei voller Lautstärke oder wirklich 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Hier haben wir dann die Soundbox Go. Die Soundbox Go selbst hat 9 Kilo. Also Go ist ja schon, die andere war ja schon bei ungefähr 20 Kilo. Hier hat man das tatsächlich auf die Hälfte des Gewichtes gesenkt. Aber 9 Kilo sind tatsächlich echt nochmal einiges. Also es ist portabel. Aber es ist jetzt nicht so ein JBL-Niveau, würde ich mal sagen. Also das ist tatsächlich doch noch einiges an Gewicht. Das Ganze hat dann zwei Lautsprecher, 2x72 Watt, 10 Zoll Tieftöner und ein 1 Zoll Hochtöner. Die sollen dann tatsächlich für Konzertqualität Klang sorgen, sagen sie. So, gehen wir nochmal detailliert um das Gerät drumherum. Vorne haben wir dann die beiden Lautsprecher. Von oben drauf können wir dann einmal sehen, hier oben haben wir dann laut leiser. Und reindrücken für an und aus und einen Klinkeanschluss. Sieht mir sehr nach einem 3,5 mm Klinkeanschluss aus. Hier haben wir dann nochmal das Einstellen des Solo-Modus oder Host-Modus und dann können die anderen Soundboxen dazukommen. Hier haben wir dann einmal auf der Rückseite das Akkufach.
Da können wir dann, der ist jetzt gerade eingesteckt, können wir den Akku rausnehmen. Haben dann hier einmal den Akku. Das Ganze ist ein 99,8 Kilowattstunden Akku. Soll wie gesagt für 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke, 10 Stunden bei voller Lautstärke dafür sorgen. Und aufgeladen werden soll das Ding in 3,5 Stunden wieder. Das Ganze kann dann hier reingeschoben werden. Zack, zu und dann rein. Und dann kann man das Ganze auch mitnehmen. Fällt dann auch so nicht raus. Muss man dann wirklich so und dann rausnehmen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Packe ich aber mal wieder rein. Denn das Ganze kann natürlich wieder für Konzerte, Veranstaltungen und jegliches verwendet werden. Hier unten Ständer reinpacken, drehen und dann ist das Ding fest. Hier hat man schon mal so in Anlehnung an einen Gurt. Es gibt einen 60-Euro-Gurt, den könnt ihr euch dazu kaufen. Und dann könnt ihr das Ganze auch umschnallen. An der Seite haben wir dann einen Klinkeanschluss. Hier oben, Aux-In. Sonst wird alles per Bluetooth 5 verbunden. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal die Team-ID. Das macht Soundbox natürlich, um Fans eine Nummer zu geben. Hier haben wir die Nummer 523. Das wird dann wahrscheinlich das 523. Produktionsgerät sein. So, jetzt geht's ans Einrichten. Ich habe die Box schon einmal angeschaltet und gehe jetzt einmal in die Soundbox-App, in meine Bluetooth-Einstellungen. Hier kann man Benachrichtigungen noch anstellen. Logge mich einmal mit Google ein. So, einmal kurz einen Account erstellen. Und jetzt sucht er bereits nach Soundbox-Geräten. Hier hat er schon eine, glaube ich, gefunden. Ja, das ist dann auch die. Genau, 523. Das war ja meine Nummer. Und jetzt fokussiere ich hier einmal. Hier hat man dann verschiedenste Einstellungen. Wir können das einmal ein- und ausschalten natürlich. Solo-Modus, Host-Modus, Join-Modus. Also im Solo-Modus spielt die Box selbstverständlich alleine. Im Host-Modus kann man das Soundbox-System öffnen, damit andere zu einem kommen. Und im Join-Modus ist man dann sozusagen drauf gesetzt, dass man dann bei einer anderen Box beitritt. Ich behalte das Ganze im Solo-Modus. Hier hat man dann leiser-lauter eine Einstellung, kann man hier auch direkt in der App vornehmen. Wir haben hier die verschiedensten Equalizer-Modi, also wir können auf Bass Plus stellen, dann fokussiert er den Bass als sonst schon mehr mit so einem 10-Zöller. Hier haben wir einmal Power-Modus, das gehe ich davon aus, ist einfach nur ein ganz normaler Standard-Modus, weil es jetzt ja auch standardmäßig eingestellt war. Indoors, da wird der Sound wahrscheinlich ein bisschen leiser sein, und akkusparender. Und wir haben dann noch die Custom-Modi. Da kann man dann gedrückt drauf halten und einen eigenen Equalizer-Modus einstellen. Also kann man hier die einzelnen Höhen und Tiefen einstellen, wie man es haben möchte. Und hier wird nochmal erklärt, genau, more power for less power. Also lauter Sound für akkusparend. Bass Plus, das haut dann alles wahrscheinlich raus. Und Indoor ist dann genau für Indoor geeignet, eher auf Dynamik fokussiert. So, einmal zurück. Dann gehen wir nochmal in die Einstellungen. Hier haben wir dann einmal die Soundeinstellungen, das sind die Equalizer. Bluetooth-Einstellungen, da kann man einmal Auto-Connect anschalten. Dann verbindet er sich automatisch immer mit dem Gerät, was man da so eingestellt hat. Man kann PIN-Code machen, damit das Ganze gesperrt ist. Also nur bestimmte Personen, die den PIN-Code kennen, dann sich mit der Box verbinden können. Und der SKAA-Modus. Der SKAA-Modus sorgt dafür, dass man, wenn man zwei Soundboxen verbindet, und zwar nur zwei, dass dann die Latenz verringert wird. Das heißt, man kann das Ganze im Stereo so verwenden, hat dann zwar nicht mehr die Option, auf 5 Lautsprecher zu gehen und hat auch eine 30% reduziertere Reichweite, aber dadurch wird das Ganze dann von der Latenz mäßig besser. Jetzt kann man natürlich noch Upgrades einstellen, das heißt, wenn ein Update kommt, kann man das direkt installieren. Wundert mich tatsächlich, dass hier noch kein Day One Update ist, also jetzt direkt zum Launch, aber das werde ich mal im Auge beachten, je nachdem, welche Updates dann jetzt noch nach dem Launch kommen werden. So, erster Eindruck zur Soundbox Go. Mir gefällt, dass Soundbox jetzt den Weg nimmt und zu sagen, ja, wir machen auch portable Dinger, denn das war mein Hauptproblem bei der Soundbox 3. Sie war zwar toll, aber du konntest sie nirgendwo mitnehmen. Und wenn es dann heißt, okay, hey, lass uns mal da und da treffen, dann musstest du eigentlich entweder das Backpack da kaufen und sie da mitnehmen oder halt eher ein Auto haben. Die Soundbox Go ist immer noch nicht ultra portabel wie so manche andere Bluetooth-Lautsprecher, doch es ist wesentlich einfacher zu sagen, okay, du nimmst sie in die Hand, 9 Kilo kann man noch tragen und so weiter und dann geht das schon.
Bin ich mal gespannt, werde ich jetzt die nächsten Wochen intensiv nutzen. Ich habe jetzt eben auch schon ein bisschen was drüber gehört. Sound ist gut, kann wirklich, wirklich laut werden. Ist natürlich, wenn man auf so einem verwöhnten Level der Soundbox 3 ist, nicht so annähernd. Aber es ist trotzdem für den Preis schon mindestens, ich würde sagen, 60-70% von dem, was die große Soundbox leisten kann. Aber das als erstmal zum ersten Eindruck der Soundbox Go. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ich werde mich dann mit einem ausführlichen Testbericht zurückmelden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.